So, meine Damen und Herren, ich bitte die Verspätung zu entschuldigen. Der Kieler Woche ist ja doch vieles anders und die Fakultät hat einen Gast zur Kieler Woche, Herrn Morales, um den ich mich heute Mittag kümmern muss. Wir hatten ein Essen mit der Vizepräsidentin, den anderen Gästen der Kieler Woche und das hat sich leider ein bisschen verzögert. So, ich habe hier noch, wenn Sie das mal durchgehen lassen. Wenn Sie später noch Zeit haben, um 16:15 Uhr wird Herr Morales einen ganz spannenden Vortrag halten zur Notwendigkeit der Reform von Staat und Verfassung in Kolumbien, auch jetzt vor dem Hintergrund der Präsidentschaftswahl in Kolumbien am Sonntag. Ganz spannend. Es ist ein neuer Präsident gewählt worden und Herr Morales geht in seinem Vortrag auch schon auf diese neuen Entwicklungen ein. Ja, also wenn Sie später noch Zeit haben, sind Sie herzlich eingeladen. Jetzt aber wollen wir uns zunächst einmal weiter mit dem Stoff der Vorlesung Unternehmenssteuerrecht beschäftigen. Wir haben in der zurückliegenden Woche das Thema Besteuerung von Personengesellschaften abgeschlossen und wollen dann heute fortfahren mit der Besteuerung von Körperschaften, von Körperschaftssteuersubjekten, von juristischen Personen und vor allen Dingen im Mittelpunkt stehen dabei die Kapitalgesellschaften, die Personengesellschaften auf der einen Seite und die Kapitalgesellschaften auf der anderen Seite. Das sind ja die beiden in der Praxis am meisten verbreiteten Rechtsformen für die unternehmerische Betätigung, wenn man mal vom Einzelunternehmen absieht. Und wir haben schon sehr früh gelernt, dass es in Deutschland keine rechtsformneutrale Unternehmensbesteuerung gibt, sondern die Besteuerung hängt ab von der Rechtsform des Unternehmens. Und wenn wir ein Personenunternehmen haben, also ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft als Träger des Unternehmens, dann sind wir im Anwendungsbereich des Einkommensteuergesetzes. Wenn wir dagegen eine juristische Person, zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft als Unternehmensträger haben, dann fällt das in den Anwendungsbereich der Körperschaftssteuer. Ja, die Körperschaftssteuer also in einem eigenständigen Gesetz geregelt. Seit 1920 gibt es ein eigenständiges Körperschaftssteuergesetz, das aber in weiten Teilen auf die allgemeinen Vorschriften des Einkommensteuergesetzes verweist. Man kann also sagen, die Körperschaftssteuer oder das Körperschaftssteuergesetz, das sind nur besondere Formen der Einkommensteuer, besondere Formen für juristische Personen. In der Sache handelt es sich aber auch bei der Körperschaftssteuer um eine Einkommensteuer, nur eben nicht für natürliche, sondern für juristische Personen. Ja, den ersten Verweis haben Sie in Paragraph 8 KStG. Da wird zunächst einmal Paragraph 7 KStG sagt, dass die Körperschaftssteuer sich nach dem zu versteuernden Einkommen bemisst, also auch bei der Körperschaftssteuer das Einkommen als die Bemessungsgrundlage, wie gesagt, eine besondere Einkommensteuer für juristische Personen. Und Paragraph 8 Absatz 1 sagt, was als Einkommen gilt und wie das Einkommen zu ermitteln ist, bestimmt sich nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes und dieses Gesetzes. Das heißt also, auch die Körperschaftssteuer verweist weitgehend auf die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes und das KStG selbst enthält letztendlich nur ergänzende bzw. modifizierende Vorschriften. Im Grundsatz aber finden über den Paragraphen 8 Absatz 1 Satz 1 die Vorschriften des ESTG auch auf die Körperschaftssteuer Anwendung. Und dann noch für das Verfahrensrecht, Paragraph 31, auf die Durchführung der Besteuerung einschließlich der Anrechnung, Entrichtung und Vergütung der Körperschaftssteuer und so weiter sind die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes entsprechend anzuwenden, also auch das Verfahren. Die Durchführung der Besteuerung richtet sich, wenn es nicht körperschaftsteuerrechtliche Spezialvorschriften gibt, nach den Vorschriften des ESTG. Also das KStG wird gewissermaßen nur auf das ESTG draufgesetzt und enthält zum Teil abweichende, zum Teil aber auch ergänzende Vorschriften. Ja, während Subjekt der Einkommensteuer die natürlichen Personen sind, ist Subjekt der Körperschaftssteuer die juristische Person, zumindest bestimmte juristische Personen. Bei der Einkommensteuer sind dementsprechend die juristischen Personen nicht Steuersubjekte. Juristische Personen fallen nicht in den Anwendungsbereich des Einkommensteuergesetzes.
Die Personengesellschaften als solche sind ebenfalls weder Einkommen- noch Körperschaftssteuersubjekte, es sei denn, dazu kommen wir gleich nochmal, sie haben für die Körperschaftsbesteuerung optiert. Anderenfalls sind die Personengesellschaften als solche keine Einkommen- oder Körperschaftssteuersubjekte, sondern nach dem Transparenzprinzip sind Einkommen- oder Körperschaftssteuersubjekte je nach Rechtsform die Gesellschafter der Personengesellschaft als sogenannte Mitunternehmer. Das haben wir im Detail besprochen. Wir müssen also zunächst einmal einen zivilrechtlich wirksamen Zusammenschluss mehrerer Personen haben. Und diese Personen müssen dann, damit sie als Mitunternehmer eingeordnet werden können, auch die Voraussetzungen für die Mitunternehmerstellung erfüllen. Das heißt also Mitunternehmerrisiko, Mitunternehmerinitiative. Und besteuert werden nur die einzelnen Mitunternehmer. Nach dem Transparenzprinzip, der Gewinn der Personengesellschaft wird den einzelnen Mitunternehmern unmittelbar zugerechnet, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob eine Ausschüttung erfolgt. Das für die gewerbliche Mitunternehmerschaft besonders geregelt, § 15 Absatz 1 Satz 2 ESCG, und es findet das Verfahren der einheitlichen und gesonderten Feststellung statt. Das haben wir im Detail alles besprochen. Ja, wie sieht das dagegen bei der Körperschaftssteuer aus? Subjekte der Körperschaftssteuer sind, grob gesagt, juristische Personen. Im Einzelnen sind aber die Körperschaftssteuersubjekte in § 1 Absatz 1 KSCG aufgelistet. Und Sie werden sehen, es fallen nicht nur juristische Personen darunter, sondern es können durchaus auch andere Rechtsgebilde in den persönlichen Anwendungsbereich der Körperschaftssteuer fallen. § 1 Absatz 1, unbeschränkt körperschaftssteuerpflichtig sind die folgenden Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen. Diese Formulierung finden Sie dann in anderen gesetzlichen Vorschriften auch. Also in einem Wort kann man sagen Körperschaftssteuersubjekte. Und unbeschränkt körperschaftssteuerpflichtig sind diese dann, wenn sie ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland haben. Sie sehen also an der Formulierung des § 1, auch im Körperschaftssteuerrecht wird zwischen beschränkter und unbeschränkter Steuerpflicht unterschieden. Ja, Nummer 1, Kapitalgesellschaften. Das interessiert uns am meisten. Die Kapitalgesellschaft als eine in der Praxis sehr weit verbreitete Rechtsform für die unternehmerische Betätigung. Kapitalgesellschaften fallen darunter insbesondere europäische Gesellschaften. Damit ist gemeint die Societas Europaea, die Europäische Aktiengesellschaft, unionsweit einheitlich in der SE-Verordnung der Europäischen Union geregelt, mit ergänzenden Vorschriften im SE-Ausführungsgesetz beziehungsweise den anderen nationalen Umsetzungs- oder Ausführungsgesetzen. Ja, dann die deutschen Aktiengesellschaften geregelt im Aktiengesetz, Kommanditgesellschaften auf Aktien ebenfalls im Aktiengesetz geregelt, die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, einschließlich der neuen Rechtsform der Unternehmergesellschaft, haftungsbeschränkt, die fällt ebenfalls unter die Nummer 1. Und ergänzend heißt es jetzt hier einschließlich optierender Gesellschaften im Sinne des § 1a KSTG. Dazu kommen wir gleich noch einmal. Ja, die Kapitalgesellschaften, die sind juristische Personen. Das heißt also, insoweit haben wir tatsächlich juristische Personen, die der Körperschaftssteuer unterliegen. Dann die Genossenschaften einschließlich der europäischen Genossenschaften. Die europäischen Genossenschaften ebenfalls, ja, gewissermaßen analog zur Societas Europaea der Europäischen Aktiengesellschaft in einer EU-Verordnung, geregelt in der SCE-Verordnung, Societas Cooperativa Europaea, ist die Abkürzung, und dann auch die deutschen Genossenschaften, geregelt im Genossenschaftsgesetz. Auch bei diesen Rechtsgebilden handelt es sich um juristische Personen. Versicherungs- und Pensionsfondsvereine auf Gegenseitigkeit, eine spezielle Rechtsform für Versicherungsunternehmen, geregelt im Versicherungsvertragsgesetz, glaube ich, oder im Versicherungsaufsichtsgesetz, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Das ist also eine Rechtsform speziell für Versicherungsunternehmen, auch juristische Personen. Dann heißt es weiter, sonstige juristische Personen des privaten Rechts, das kann zum Beispiel der eingetragene Verein sein, das würde unter Nummer 4 fallen. Nummer 5, nicht rechtsfähige Vereine. Damit ist der nicht eingetragene Verein im Sinne des § 54 BGB gemeint. Warum trifft die Bezeichnung nicht rechtsfähiger Verein nicht mehr so ganz zu? Der nicht eingetragene Verein im Sinne des 54 BGB, ist der tatsächlich nicht rechtsfähig? So die Überschrift des 54, so auch die Bezeichnung in § 1 Absatz 1 Nummer 5 KSTG.
Ja, was sagt Paragraph 54 BGB? Es finden die Vorschriften über die GbR entsprechende Anwendung. Und wie ist das bei der GbR? Ist die GbR rechtsfähig oder nicht? Ja, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist analog 124 HGB rechtsfähig und dementsprechend ist auch der nicht eingetragene Verein inzwischen rechtsfähig. Deswegen trifft die Bezeichnung nicht so ganz zu. Ich sage deswegen immer nicht eingetragener Verein. Ja, Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen des privaten Rechts. Stiftungen, dabei hat geregelt in Paragraphen 80 folgende BGB. Da hat es jetzt auch eine Reform des Stiftungsrechts gegeben. Stiftungen, da besteht die Besonderheit, das sind keine Personenvereinigungen, sondern dabei handelt es sich um verselbstständigte Vermögensmassen. Man kann also durch diesen Gründungsakt, den Stiftungsakt, einem Vermögen eigenständige Rechtspersönlichkeit verleihen. Das kann unter Lebenden, das kann aber auch von Todeswegen geschehen. Und Stiftungen werden auch zunehmend, Sie haben ja die Vorlesung beim Herrn Dr. Kleinert gehört, Stiftungen werden zunehmend auch als Gestaltungsinstrument im Rechtsverkehr eingesetzt. Auch Stiftungen, also Körperschaftssteuersubjekte. Und dann die Nummer 6, Stiftungen sind auch juristische Personen. Nicht rechtsfähige Vereine sind in der Tat keine juristischen Personen. Da haben wir also in gewisser Weise eine Ausnahme. Aber sie sind eben über 54 in Verbindung mit 124 HGB analog rechtsfähig. Und jetzt haben wir eine Ausnahme, da haben wir ein Rechtsgebilde, das weder rechtsfähig noch eine juristische Person ist, nämlich die Betriebe gewerblicher Art, § 1 Absatz 1 Nummer 6 von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Was hat man sich darunter vorzustellen? Da haben Sie eine Regelung in § 4 KStG. Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Das sind vorbehaltlich des Absatzes 5 alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Und Sie finden dann in Absatz 2, in Absatz 3 auch Beispiele dafür. Paragraph 4 Absatz 3. Zu den Betrieben gewerblicher Art gehören auch Betriebe, die der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Gas, Elektrizität oder Wärme, dem öffentlichen Verkehr oder dem Hafenbetrieb dienen. Da finden Sie gleich die wichtigsten Beispiele für solche Betriebe gewerblicher Art. Also das kommunale Wasser- oder Gas- oder Elektrizitätswerk, die Verkehrsbetriebe der Stadt Kiel zum Beispiel. Oftmals sind allerdings solche Verkehrs- oder versorgungsstädtischen oder gemeindlichen Verkehrs- oder Versorgungsunternehmen ohnehin in die private Rechtsform einer GmbH gekleidet, an der dann in der Regel eine hundertprozentige Beteiligung der betreffenden öffentlich-rechtlichen Körperschaft besteht. Dann haben wir sowieso eine Eigenschaft als Körperschaftssteuersubjekt nach § 1 Absatz 1 Nummer 1. Dort, wo das aber nicht geschieht, wo Sie einen als solchen nicht rechtsfähigen, nicht rechtlich verselbstständigen Betrieb haben, da kann es sich um einen Betrieb gewerblicher Art im Sinne des Paragraphen 4 KStG handeln. Und da ist eben die Besonderheit, es ist zivilrechtlich keine juristische Person. Es ist noch nicht mal ein rechtsfähiges Gebilde, der Betrieb gewerblicher Art. Er ist also unselbstständiger Betrieb, rechtlich unselbstständiger Betrieb einer öffentlichen, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Diese ist natürlich als solche rechtsfähig, aber eben nicht der Betrieb gewerblicher Art, sondern das ist eine organisatorisch verselbstständigte Einheit, die einer juristischen Person des öffentlichen Rechts gehört. Aber für Zwecke der Körperschaftsbesteuerung sind solche Betriebe gewerblicher Art, abgekürzt BGA, Körperschaftsteuersubjekte. Ja, was hat es damit auf sich? Warum sind Betriebe gewerblicher Art, obwohl sie als solche gar nicht rechtsfähig sind, keine Rechtssubjekte sind? Warum sind sie gleichwohl Körperschaftsteuersubjekte? Der Steuergesetzgeber will damit eine Gleichbehandlung erreichen zwischen privaten Unternehmen und öffentlichen Unternehmen, die ja im Prinzip auf dem gleichen oder zumindest einem sehr ähnlichen Markt tätig sind. Beispielsweise diese Leistungen wie Versorgung mit Gas, Wasser, Elektrizität. Das sind Leistungen, die durchaus auch von einem privaten Unternehmen erbracht werden können. Auch der öffentliche Transport kann durchaus von privaten Unternehmen erbracht werden. Und man will der öffentlichen Hand, wenn sie solche Betriebe in Gestalt eines Betriebes gewerblicher Art führt, also Aktivitäten, wirtschaftlichen Aktivitäten nachgeht, die im Grundsatz auch von privaten Unternehmen betrieben werden können,
keinen Wettbewerbsvorteil in Gestalt der Befreiung von der Körperschaftssteuer verschaffen. Deswegen, um Wettbewerbsgleichheit herzustellen mit privaten Unternehmen mit einem gleichen oder ähnlichen Gegenstand, unterwirft man die Betriebe gewerblicher Art der Körperschaftssteuer. Eine Regelung, die rechtspolitisch sehr umstritten ist, weil es ja letztendlich bedeutet, dass die öffentliche Hand sich selbst besteuert. Es gibt dann unter Umständen unterschiedliche öffentlich-rechtliche Körperschaften, die auf der einen Seite Steuern zahlen, auf der anderen Seite die Steuer vereinnahmen. Aber gleichwohl hat man letztendlich eine Selbstbesteuerung der öffentlichen Hand. Den Grund dafür hatte ich dargelegt. Es soll Wettbewerbsgleichheit hergestellt werden mit privaten Unternehmen mit ähnlichem oder gleichem Gegenstand der wirtschaftlichen Betätigung. Ja, Subjekte der Körperschaftssteuer, das bezieht sich zum einen auf die inländischen Rechtsformen, die in § 1 Absatz 1 genannt sind. Darüber hinaus dann die sogenannten supranationalen Rechtsformen, die durch die EU eingeführt worden sind. Das sind im Wesentlichen aktuell nur die Societas Europaea, die Europäische Aktiengesellschaft und die Societas Cooperativa Europaea, die Europäische Genossenschaft. Aber es besteht Einigkeit und entspricht auch der ständigen Rechtsprechung des Reichsgerichts und dann später des Bundesfinanz, des Reichsfinanzhofs und später des Bundesfinanzhofs, dass auch Körperschaften ausländischen Rechts, § 1, also dem KSDG, unterfallen können, nämlich dann, wenn sie bei einem Typenvergleich mit inländischen Körperschaftssteuersubjekten vergleichbar sind. Und dieser Typenvergleich, der geht nicht von der steuerlichen Behandlung im jeweiligen ausländischen Staat aus, sondern dieser Typenvergleich knüpft an die zivilrechtlichen Merkmale des betreffenden Rechtsgebildes an. Das heißt also, man schaut sich nach dem ausländischen Recht an, mit welchen zivilrechtlichen Merkmalen ist ein bestimmtes Gebilde, Rechtsgebilde ausgestattet. Und wenn diese zivilrechtlichen Merkmale denen eines Körperschaftssteuersubjekts inländischen Rechts entsprechen, dann haben wir Typengleichheit und dann unterliegt auch dieses ausländische Rechtsgebilde der inländischen Körperschaftssteuer, wenn zumindest eine beschränkte Körperschaftssteuerpflicht besteht. Also Typenvergleich als ganz wichtiges Instrument zur Einordnung von Körperschaften, die nach ausländischen Rechten gegründet worden sind. Und diese Unterscheidung ist vor allem dann wichtig, wenn es um die Abgrenzung zwischen Kapitalgesellschaft und Personengesellschaft geht. Die Personengesellschaften, wie gesagt, sind ja als solche keine Körperschaftssteuersubjekte, sondern das sind dann nur die Gesellschafter als Mitunternehmer. Davon hängt die Anwendung des Transparenz- oder des Trennungsprinzips ab. Also in Grenzfällen zwischen Personen- und Kapitalgesellschaft, da ist diese Abgrenzung besonders wichtig. Und man schaut sich, wie gesagt, die zentralen Merkmale, die das ausländische Zivilrecht dem betreffenden Rechtsgebilde zuweist, an, wenn die im Wesentlichen denen eines inländischen Körperschaftssteuersubjektes entsprechen, dann unterfällt das betreffende Rechtsgebilde dem KSDG, anderenfalls eben dem BSDG, dann würde das Transparenzprinzip gelten, insbesondere in angelsächsischen Rechtsordnungen, etwa USA vor allen Dingen, aber auch Großbritannien, gibt es Rechtsgebilde, die so eine Zwischenstellung zwischen Personengesellschaft und juristischer Person haben, und da kann die Abgrenzung im Einzelfall schwierig sein. Also Merkmale der Körperschaftssteuersubjekte sind beispielsweise der Ausschluss der persönlichen Haftung der Gesellschaft oder der Anteilseigner. Das ist ein wichtiges Merkmal. Dann die eigene Rechtspersönlichkeit, dann noch andere Merkmale wie etwa die Fremdorganschaft. Das heißt, anders als bei den Personengesellschaften muss die Geschäftsführung und Vertretung nicht zwingend eigenen Gesellschaftern zustimmen, sondern kann auch dritten Personen übertragen werden. Ja, das sind also einige Merkmale, die hier eine Rolle spielen können. Zum Beispiel die englische Limited, die eine Zeit lang in Deutschland recht verbreitet als Rechtssubjekt verwendet wurde, unter dem Einfluss der Rechtsprechung des EuGH zur Niederlassungsfreiheit. Die englische Limited, die wäre aufgrund des Bestehens einer Haftungsbeschränkung, aufgrund der Trennung zwischen Gesellschaftersphäre und der Sphäre der juristischen Person, wäre also ein Beispiel dafür, dass man eine Vergleichbarkeit mit der deutschen GmbH hätte. Dementsprechend wäre auch die englische Limited in Deutschland Körperschaftssteuersubjekt. Ja, § 1 Absatz 1 Nummer 1 am Ende verweist schon auf diese neue Vorschrift des § 1a KSDG, die ich schon einige Male hier angesprochen habe, nämlich das sogenannte Optionsmodell.
der Gesetzgeber hat nach dem Vorbild beispielsweise in den USA ein sogenanntes Optionsmodell eingeführt für Personengesellschaften. Bestimmte Personengesellschaften können nach dieser Regelung des § 1a KSCG zur Körperschaftsbesteuerung optieren. Sie können beantragen, für Zwecke der Besteuerung nach dem Einkommen wie eine Kapitalgesellschaft behandelt zu werden, mit allen Konsequenzen, die das nach sich zieht. Die erste Konsequenz ist die Einordnung als Körperschaftsteuersubjekt, § 1 Absatz 1 Nummer 1a am Ende, dann Geltung des Trennungsprinzips, dann auch weitere Folgerungen für die Besteuerung auf der Ebene der Anteilseigner. Ja, also diese optierenden Personengesellschaften werden sozusagen ohne Wenn und Aber dann wie eine Körperschaft, wie eine Kapitalgesellschaft behandelt. § 1a Absatz 1 sagt, auf unwiderruflichen Antrag sind für Zwecke der Besteuerung nach dem Einkommen eine Personenhandels- oder Partnerschaftsgesellschaft wie eine Kapitalgesellschaft und ihre Gesellschafter wie die nicht persönlich haftenden Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft zu behandeln. Ja, das gilt also nur für Personenhandelsgesellschaften, OHG, KG oder die Partnerschaftsgesellschaft nach dem Partnerschaftsgesellschaftsgesetz. Andere Rechtsformen, insbesondere die GbR, haben keinen Zugang zu diesem Optionsmodell. Das verfassungsrechtlich sehr zweifelhaft, das ist eine Ungleichbehandlung, die meines Erachtens nicht gerechtfertigt ist. Und auch im Schrifttum wird es von einigen so gesehen, dass diese Ungleichbehandlung GbR auf der einen Seite, Personenhandelsgesellschaft, Partnerschaftsgesellschaft auf der anderen Seite, gegen Artikel 3.1 Grundgesetz, gegen das Gleichheitsgebot verstößt. Diese Auffassung teile ich auch ausdrücklich. Der Gesetzgeber sagt, naja, also für die GbR wäre das alles zu kompliziert. Das ist aber kein wirklich taugliches Argument, denn nicht jede GbR ist ein Kleinunternehmen. Umgekehrt hat man mit der Partnerschaftsgesellschaft, die ausdrücklich einbezogen ist, auch Unternehmen, die oftmals ein gleiches Format wie die GbR haben, aber gleichwohl den Zugang zum Optionsmodell haben. Das ist also überhaupt nicht überzeugend. Man beruft sich wohl auch darauf, dass es ja für die GbR, anders als für die Partnerschaftsgesellschaft, anders als für die Personenhandelsgesellschaften, noch kein Register gibt. Das soll erst durch Inkrafttreten des MOPEC am 01.01.2024 eingeführt werden. Und angeblich will man dann das Optionsmodell auch auf die GbR erweitern. Auch das aber aus meiner Sicht kein wirklich taugliches Argument, denn diese Transparenz, die durch das Register hergestellt wird, die kann man für steuerliche Zwecke auch anders herstellen. Ja, wie funktioniert das mit dieser Option? Man muss einen entsprechenden Antrag an das zuständige Finanzamt stellen und dann sagt § 1a Absatz 2, der Übergang zur Körperschaftsbesteuerung gilt als Formwechsel im Sinne des § 1 und so weiter Umwandlungssteuergesetz. Das heißt, es finden die für den Formwechsel geltenden Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes Anwendung, dass wir vielleicht, wenn wir am Ende noch Zeit haben, noch einen Überblick besprechen können. Das Umwandlungssteuergesetz, das ist sozusagen das steuerliche Begleitgesetz zum Umwandlungsgesetz. Im Umwandlungsgesetz ist zivilrechtlich geregelt, wie man beispielsweise eine Gesellschaft von der einen in die andere Rechtsform umwandeln kann, zum Beispiel von der GmbH in eine Aktiengesellschaft oder eben auch von einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft. Und das Umwandlungssteuergesetz hat die Zielsetzung, solche Vorgänge steuerneutral zu ermöglichen, das heißt ohne Aufdeckung stiller Reserven. An sich ist es ja steuerlich betrachtet, wenn man Vermögen von einem in einen anderen Rechtsträger überführt, ist das ja eine Entnahme. Es kommt dann zu einer Aufdeckung stiller Reserven. Das will das Umwandlungssteuergesetz nach Möglichkeit vermeiden, um solche wirtschaftlich sinnvollen Umstrukturierungen nicht durch eine Besteuerung stiller Reserven zu verhindern. Also diese Option zur Körperschaftsbesteuerung wird wie ein Formwechsel von einer Person in eine Kapitalgesellschaft behandelt. Die entsprechenden Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes finden entsprechende Anwendung. Und wenn sich eine Personengesellschaft einmal zur Körperschaftsbesteuerung entschieden hat, ist das nicht dauerhaft bindend, sondern § 1a Absatz 4 sagt, eine Gesellschaft, die nach Absatz 1 zur Körperschaftsbesteuerung optiert hat, kann beantragen, dass sie nicht mehr wie eine Kapitalgesellschaft und ihre Gesellschafter nicht mehr wie die persönlich haftenden Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft behandelt werden. Die sogenannte Rückoption, die wiederum als Formwechsel in die umgekehrte Richtung gilt, sagt § 1a Absatz 4 Satz 2. Das heißt, auch dann finden wieder die entsprechenden Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes Anwendung.
Ja, das also zu diesem neuen Optionsmodell. Und das Bundesministerium der Finanzen hat inzwischen dazu ein Anwendungsschreiben herausgegeben, wo Einzelheiten dieser Option geregelt sind und der Rückoption geregelt sind. Ich habe Ihnen da weitere Literaturnachweise angefügt, wenn Sie das einmal sich vertieft anschauen können. Ja, bis jetzt hält sich die Zahl der optierenden Personengesellschaften, was man so aus der Praxis hört, in engen Grenzen. Also das ist jetzt nicht unbedingt der Renner geworden. Man tat ja so, als sei das etwas, worauf der Mittelstand gerade gewartet habe. Das scheint also eher nicht so zu sein. Sinn und Zweck erschließt sich mir persönlich überhaupt nicht, denn man kann ja auch jetzt recht einfach für sein Unternehmen in die Körperschaft oder konnte vorher auch recht einfach für sein Unternehmen in die Körperschaftsbesteuerung kommen, indem man eben beispielsweise eine Umwandlung nach dem Umwandlungsgesetz durchgeführt hat in etwa eine Unternehmergesellschaft oder man gründet von vornherein eben für sein Unternehmen eine Unternehmergesellschaft. Also die Körperschaftsbesteuerung war auch vorher schon ziemlich niederschwellig zugänglich. Das heißt, man brauchte diese komische Option, die man eingeführt hat, nicht. Das ist natürlich völlig unsystematisch. Das ist ein Systembruch, dass man plötzlich mit einem Rechtsgebilde, das kein Körperschaftssteuersubjekt ist, in die Körperschaftsbesteuerung hineinkommt. Dadurch wird letztendlich auch die Einheit der Rechtsordnung aufgebrochen, alles systematisch, dogmatisch, äußerst zweifelhaft, obendrein beschränkt, wie schon gesagt, auf bestimmte Personengesellschaften. Die GbR bleibt ausgesperrt. Das Verstoß gegen Artikel 3.1 Grundgesetz, deswegen auch verfassungswidrig. Es wird zum Teil auch gesagt, Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip, weil der einzelne Steuerpflichtige nach 1a sozusagen sich selbst aussuchen kann, nach welchem Besteuerungsregime er besteuert wird und das eben nicht im Gesetz verbindlich vorgegeben ist. Dieses letzte Argument scheint mir weniger überzeugend zu sein, aber ein ganz klarer Verstoß gegen Artikel 3.1 Grundgesetz. Die praktische Notwendigkeit sehe ich nicht und sie scheint auch bisher in der Praxis nicht gesehen zu werden. Ja, man hat sich da inspirieren lassen durch entsprechende Regelungen, zum Beispiel im US-amerikanischen Recht. Da hat man letztendlich das Vorbild gefunden. Da gibt es das sogenannte Check-the-Box-Verfahren, wo man auch optieren kann, hin und her, ob man sich wie eine, also ob man transparent oder intransparent besteuert werden möchte. Nur man muss eben wissen, in den USA hat man ein sehr vielgestaltiges Gesellschaftsrecht, das allein schon daran liegt, dass dort jeder Bundesstaat eine eigene Gesetzgebungskompetenz im Bereich des Gesellschaftsrechts hat. Und deswegen haben sie da einen ganz, ganz bunten Strauß an unzähligen Erscheinungsformen von Personen oder Kapitalgesellschaften oder irgendwas dazwischen. Und um dafür steuerliche Zwecke Gewissheit zu haben, Rechtssicherheit zu haben, hat man dort eben dieses Optionsmodell eingeführt, dass man zumindest für steuerliche Zwecke sich nicht anstrengen muss und prüfen muss, ist das jetzt eine Personengesellschaft, transparente Besteuerung oder eine Kapitalgesellschaft, intransparente Besteuerung. Es gibt da ganz komische Rechtsgebilde, wo sie zwar an sich von der Struktur her eine Personengesellschaft haben, aber plötzlich Haftungsbeschränkung. Das gibt es also in Deutschland nur sehr eingeschränkt, Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung. Und bei solchen Gesellschaften ist es dann eben fraglich, ist das nun eine Personengesellschaft, ist es noch eine Personengesellschaft transparent oder ist das schon eine Körperschaft, intransparente Besteuerung? Und da hilft dieses Optionsmodell eben weiter, um dieses gesellschaftsrechtliche Chaos, das man da hat, ein bisschen zu ordnen. Hier braucht man das nicht. Wir haben ein einheitliches Gesellschaftsrecht. Wir haben eine klare Abgrenzung zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften. Deswegen also das Optionsmodell aus meiner Sicht völlig überflüssig. Ja, was ist das Objekt der Körperschaftssteuer? Das haben wir gerade schon gesehen, Paragraph 7, das Einkommen des Körperschaftsteuersubjekts ist Objekt, ist Bemessungsgrundlage. Die Körperschaftsteuer bemisst sich nach dem zu versteuernden Einkommen. Und zu versteuerndes Einkommen ist das Einkommen im Sinne des Paragraphen 8, vermindert um bestimmte Freibeträge 24, 25 KStG. Was die Ermittlung des Einkommens anbelangt, haben wir schon Paragraph 8 Absatz 1 Satz 1 kennengelernt. Was als Einkommen gilt und wie das Einkommen zu ermitteln ist, bestimmt sich nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes und dieses Gesetzes. Also, wenn im KStG keine Sondervorschriften enthalten sind, gelten für die Ermittlung des Einkommens der juristischen Person die Vorschriften des ESTG. Das gilt eigentlich auch für die Einkünftequalifikation, aber für die Einkünftequalifikation haben wir eine wichtige Sondervorschrift in Paragraph 8 Absatz 2 KStG.
Dort heißt es, bei unbeschränkt Steuerpflichtigen im Sinne des Paragraphen 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, also nur bei den in Nummern 1 bis 3 genannten Körperschaftssteuersubjekten und nur bei unbeschränkter Steuerpflicht, also Geschäftsleitung und oder Sitz im Inland, sind alle Einkünfte als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln. Da haben wir also gewerbliche Einkünfte Kraft Rechtsform. Das gilt insbesondere für die unter Paragraf 1 Absatz 1 Nummer 1 fallenden Kapitalgesellschaften. Also bei inländischen, im Inland ansässigen Kapitalgesellschaften haben wir Kraft Rechtsform Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das bedeutet, da muss man nicht groß prüfen, ist das Unternehmen tatsächlich gewerblich oder landforstwirtschaftlich oder freiberuflich. Das muss man nicht prüfen, sondern wir haben Kraftrechtsform Einkünfte aus Gewerbebetrieb mit allen daran anknüpfenden Konsequenzen. Das heißt, die Einkünfteermittlung richtet sich nach den Vorschriften des ESTG über gewerbliche Einkünfte. Und wir haben, da haben wir allerdings noch eine Sondervorschrift im Gewerbesteuergesetz. Wir haben damit zugleich auch Gewerbesteuer. Ja, das ist aber dann nochmal im Gewerbesteuergesetz ausdrücklich geregelt, könnte man schon aus 8 Absatz 2 herleiten, aber das Gewerbesteuergesetz sagt noch einmal ausdrücklich in Paragraph 2 Absatz 2, als Gewerbebetrieb gilt stets und in vollem Umfang die Tätigkeit der Kapitalgesellschaften und so weiter. Da haben Sie das also nochmal ausdrücklich geregelt. Ja, die Konsequenz dieses Paragraphen 8 Absatz 2 ist, dass so jedenfalls der BFH in ständiger Rechtsprechung es bei den im Inland ansässigen Kapitalgesellschaften und den anderen unter 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 fallenden Körperschaftssteuersubjekten keine außerbetriebliche Sphäre gibt. Ja, wenn alle Einkünfte solche aus Gewerbebetrieb sind, kann es bei diesen Körperschaftssteuersubjekten keine außerbetriebliche Sphäre geben, so jedenfalls der BFH in ständiger Rechtsprechung. Im Schrifttum wird das aber zum Teil angezweifelt. Im Schrifttum gibt es Stimmen, die sagen, nein, auch bei den unter § 8 Absatz 2 fallenden Körperschaftssteuersubjekten haben wir eine außerbetriebliche Sphäre mit der Folge, dass wir da ja auch so etwas wie Liebhaberei haben können. Ja, wenn also Vorgänge eher der außerbetrieblichen Sphäre zuzuordnen sind, zum Beispiel es wird von einer GmbH, in einem Inland ansässigen GmbH wird ein Pferdegestüt unterhalten, das aber letztendlich dem privaten Freizeitspaß der Gesellschafter dient, dann würde diese Auffassung sagen, das ist die außerbetriebliche Sphäre, das ist Liebhaberei, steuerlich unbeachtlich, wenn in diesem Pferdegestüt Verluste anfallen. Die überwiegende Auffassung der BFH würden dagegen sagen, nein, auch das gehört zum gewerblichen Bereich. Aber wie, vielleicht wissen Sie das schon, wie würde die überwiegende Auffassung diese Problematik lösen? Ja, also es geht da ja letztendlich darum, dass Dinge, die an sich in die Privatsphäre gehören, für die Besteuerung unbeachtlich sein sollen. Also zum Beispiel Verluste, die mit einem Pferdegestüt erzielt werden, das aber den privaten Freizeitzwecken der Gesellschafter dient. Ja, also die eine Auffassung, wie gesagt, es gibt eine außerbetriebliche Sphäre, würde sagen, das ist Liebhaberei, deswegen sind die Verluste steuerlich unbeachtlich. Wie würde sich die herrschende Meinung behelfen? Die würde sagen, nein, das gehört Kraft Gesetzes 8 Absatz 2 zur betrieblichen Sphäre. Aber wenn eine GmbH ja, Aufwand tätigt, der aber letztendlich dem Gesellschafter privat zugutekommt, was könnte das sein, rechtlich gesehen? Ja. Verdeckte Gewinnausschüttung, sehr gut. Ja, also die herrschende Meinung würde das über die Rechtsfigur der verdeckten Gewinnausschüttung lösen, die wir uns noch näher anschauen. Und das würde heißen, dass wir zwar an sich Aufwand hätten, aber dieser Aufwand wird außerbilanziell wieder hinzugerechnet, sodass wir letztendlich zum selben Ergebnis kommen, dass dieser Aufwand eben steuerlich keine Berücksichtigung findet, insbesondere den Gewinn nicht mindern. Ja? Ja, wie schon gesagt, wir haben bei den Körperschaftssteuersubjekten und insbesondere bei den Kapitalgesellschaften eine strikte Trennung zwischen der Ebene der Gesellschaft als juristische Person und der Ebene der Anteilseigner. Es gilt also das Trennungsprinzip. Für die Kapitalgesellschaften gilt dieses Trennungsprinzip auch zivilrechtlich. Auch zivilrechtlich haben wir bei den Kapitalgesellschaften eine strenge Trennung zwischen der Ebene der Gesellschaft auf der einen Seite als juristische Person, die von ihren Gesellschaftern rechtlich verselbstständigt ist,
und auf der anderen Seite der Sphäre der Gesellschafter. Ja, wie ist das bei den Personengesellschaften? Haben wir da auch diese Trennung oder wie ist das zumindest derzeit noch bei den Personengesellschaften? Ja, bitte. Ja, ich stehe ja in an, aber es gilt das Transparenzprinzip, also wie wir dann Gesellschaften direkt zugerechnet. Ja, steuerliches Transparenzprinzip und zivilrechtlich. Wie ist das da bei den Personengesellschaften? Haben Sie da auch die strikte Trennung? Ja. Wie ist also nämlich, ja, wie sind die Verhältnisse bezüglich des Gesellschaftsvermögens bei den Personengesellschaften? Bei den Kapitalgesellschaften haben Sie eine strikte Trennung, ja. Auf der einen Seite Vermögen der Gesellschaft, auf der anderen Seite Vermögen der Gesellschafter. Und selbst wenn sich die Gesellschafter der Kapitalgesellschaft einig sind, können sie nicht einfach so über das Gesellschaftsvermögen verfügen. Das ist zugunsten der Gläubiger geschützt. Ja. Wie ist das bei den Personengesellschaften noch? Bis zum Inkrafttreten des MOPEC. Welches Prinzip gilt da? Ich glaube, es wird anteilig am jeweiligen Anteil der Gesellschaft dem Gesellschafter zugerechnet. Ja, es wird anteilig zugerechnet. Ja, also welches Prinzip gilt noch zivilrechtlich für die Personengesellschaften? Ja? Das Gesamthandsprinzip. Das Gesamthandsprinzip. Ja, die Gesellschafter können zur gesamten Hand, das heißt, wenn sie sich alle einig sind, auch über das Gesellschaftsvermögen verfügen. Da haben Sie also nicht diese sozusagen Zugriffsbeschränkung, die Sie bei den Kapitalgesellschaften haben. Ja, das ist der eine Aspekt. Und worin wird dieses Trennungsprinzip auf der einen Seite und das Transparenzprinzip auf der anderen Seite im Zivilrecht noch deutlich? Was ist zivilrechtlich noch Ausdruck des Trennungsprinzips bei den Kapitalgesellschaften? Und auch da ein Unterschied zu Personengesellschaften. Wenn Sie an die Frage der Haftung denken. Ja? Das Prinzip wird zwischen Privatvermögen und Geschäftsvermögen. Bei einer Kapitalgesellschaft haftet man ja nur zu 25.000, zu 50.000 bei einer AG. Und bei einer Personengesellschaft haftet man ja mit seinem gesamten Vermögen. Ja, ne, bei der, ganz genau, bei den Personengesellschaften, da haben Sie auch wieder diese Einheit zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit zivilrechtlich. Und Ausdruck dieser Einheit ist, dass wir bei den Personengesellschaften eine persönliche Haftung der Gesellschafter mit ihrem Privatvermögen für die Gesellschaftsverbindlichkeiten haben. Dagegen bei den Kapitalgesellschaften auch ein sogar Trennungsprinzip. Die Gesellschafter müssen nur die Einlage in das Gesellschaftsvermögen leisten und den Gläubigern haftet nur die Gesellschaft mit dem Gesellschaftsvermögen bei den Kapitalgesellschaften, wohingegen keine persönliche Haftung der Gesellschafter gegenüber den Gläubigern für die Gesellschaftsverbindlichkeiten besteht. Ja, und das spiegelt sich auch im Steuerrecht wider, wo wir bei den Kapitalgesellschaften, bei den Körperschaften eben dieses Trennungsprinzip haben. Und dieses Trennungsprinzip führt im Steuerrecht unter anderem dazu, dass wir anders als bei den Personengesellschaften keine unmittelbare Zurechnung des Gewinns der Gesellschaft an die Gesellschafter haben. Das entspricht ja dem Transparenzprinzip bei den Personengesellschaften, sondern bei den Kapitalgesellschaften findet auf der Ebene der Gesellschafter, der Anteilseigner, eine Besteuerung nur und erst dann statt, wenn es überhaupt zu einer Ausschüttung durch die Gesellschaft kommt. Und bei den Personengesellschaften haben wir ja diese unmittelbare anteilige Gewinnzurechnung nach dem Transparenzprinzip ohne Rücksicht auf die auf eine Ausschüttung. Bei den Kapitalgesellschaften dagegen Besteuerung auf der Ebene der Gesellschafter nur im Falle einer Ausschüttung, auch das Ausdruck des Trennungsprinzips. Ja, auch das schauen wir uns an späterer Stelle noch einmal genauer an. Das hier nur ein kurzer Überblick. Bei den Anteilseignern wird bei den Kapitalgesellschaften nur und erst besteuert, wenn es zu einer Ausschüttung aus dem Vermögen der Kapitalgesellschaft an die Gesellschafter kommt. Das kann eine offene Gewinnausschüttung sein. Es kann aber auch eine verdeckte Gewinnausschüttung sein. Und wie wird diese Gewinnausschüttung auf der Ebene der Anteilseigner besteuert? Da gelten die Regeln über die Dividendenbesteuerung und diese Regeln über die Dividendenbesteuerung führen zu einem günstigeren Steuerregime im Vergleich zum regulären Steuersystem. Normalerweise müsste ja eine natürliche Person, wenn wir mal davon ausgehen, wir haben es bei dem Anteilseigner mit einer natürlichen Person zu tun, der müsste ja seine Einkünfte, sein Einkommen mit seinem persönlichen Steuersatz 32a ESTG besteuern bis zu 45%. Wenn wir aber Dividenden haben, dann gilt ein besonderer Steuertarif oder ein besonderes Besteuerungsregime. Es gelten die
Regeln über die privilegierte Dividendenbesteuerung. Wenn die Anteile an der Kapitalgesellschaft im Betriebsvermögen einer natürlichen Person gehalten werden, dann greift das sogenannte Teileinkünfteverfahren ein, Paragraph 3, Nummer 40, Buchstabe Paragraph 3, Nummer 40, Buchstabe D, DSCG. Es sind 40% steuerfrei der Bezüge im Sinne des Paragraphen 20 Absatz 1 Nummer 1. Das sind Dividendenbezüge, Gewinnanteile aus der Beteiligung an einer Aktiengesellschaft, GmbH oder sonstigen Körperschaft oder Kapitalgesellschaft. 40% sind steuerfrei nach dem sogenannten Teileinkünfteverfahren. Wenn die Anteile im Betriebsvermögen einer anderen Kapitalgesellschaft gehalten werden, eine Kapitalgesellschaft ist an der anderen beteiligt, da haben wir eine Steuerbefreiung von im Ergebnis 95% nach § 8b KStG. § 8b KStG, also eine Steuerbefreiung von im Ergebnis 95%, wenn eine Kapitalgesellschaft aufgrund ihrer Beteiligung an einer anderen Kapitalgesellschaft Dividenden ausgeschüttet bekommt, § 8b Absatz 1, Bezüge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1, also Dividendenbezüge, bleiben bei der Ermittlung des Einkommens außer Ansatz. Das klingt nach steuerfrei, komplett steuerfrei, aber § 8b Absatz 5 sagt, von den Bezügen im Sinne des Absatzes 1, die bei der Ermittlung des Einkommens außer Ansatz bleiben, gelten 5% als Ausgaben, die nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen. Das bedeutet im Ergebnis eine 95%ige Steuerbefreiung im Fall, dass eine Kapitalgesellschaft an der anderen beteiligt ist und aus dieser Beteiligung Dividenden erhält. Und schließlich, wenn die Beteiligung im Privatvermögen einer natürlichen Person gehalten wird, dann gilt, ja, welche Sondervorschrift, welches Sonderregime. Die Anteile werden im Vermögen einer, im Privatvermögen einer natürlichen Person gehalten. Ja, ja, mit welcher Konsequenz? Genau. Ja, ja, ganz genau. Ja, dann haben wir Einkünfte aus Kapitalvermögen und dann greift 132d, also die, der Abgeltungssteuersatz 25%, der in der Regel günstiger ist als der persönliche Steuersatz von bis zu 45%. Ja, wir haben also in einem Wort, in allen Konstellationen eine im Vergleich zum regulären Steuerregime privilegierte Besteuerung, Teileinkünfteverfahren 40% steuerfrei, nach dieser Regelung des 8b 95% steuerfrei und schließlich die Abgeltungssteuer von nur 25%, wenn die Anteile im Vermögen einer natürlichen, Privatvermögen einer natürlichen Person gehalten werden. Ja, was könnte der Grund für diese privilegierte Dividendenbesteuerung sein? Ja, wir haben das Trennungsprinzip. All das gilt immer nur, wenn es überhaupt zu einer Ausschüttung an die Gesellschafter, an die Anteilseigner kommt. Ja, dann haben wir eine Dividendenbesteuerung, die günstiger ist als die reguläre Besteuerung. Und warum hat der Gesetzgeber das so ausgestaltet? Was könnte der Grund dafür sein? Ja? Ja? Beteiligung zu bei Unternehmensstrukturen ist ja oftmals so, dass eine Unternehmensgesellschaft ausschüttet und dann ist es mit dem Staat anwenden. Ja, damit es möglichst steuerfrei bleibt. Ja, ich weiß. Genau, ja, das ist der. Ja, nur das ist der entscheidende Grund, dass wir eine Vorbelastung, eine steuerliche Vorbelastung auf der Ebene der ausschüttenden Körperschaft haben, mit der Körperschaftsteuer 15%. Und diese steuerliche Vorbelastung, die wird, wenn man so will, pauschalierend durch diese verschiedenen Sonderregime berücksichtigt. Ja, wir haben also, andernfalls hätten wir eine volle steuerliche Doppelbelastung ein und desselben Gewinns.
Der Gewinn wird erst einmal auf der Ebene der Körperschaft besteuert, 15% Körperschaftsteuer. Und wenn es diese Vorschriften nicht gäbe, dann nochmal in voller Höhe auf der Ebene des Anteilseigners. Und das wird eben verhindert durch diese Sonderregelungen über die Dividendenbesteuerung. Der Gesetzgeber berücksichtigt auf diese Weise die Vorbelastung auf der Ebene der ausschüttenden Körperschaft. Ja, besonders auffällig diese Regelung des Paragraphen 8b KStG, 95% steuerfrei. Das ist ja nochmal deutlich mehr als bei der natürlichen Person als Anteilseigner mit dem Teileinkünfteverfahren. Ja, mit dieser 95% Regelung, das ist zum einen international, wenn man das im internationalen Vergleich betrachtet, durchaus eine übliche Größe, 95% Steuerbefreiung. Und der Gesetzgeber hat hier insbesondere mehrstufige Beteiligungsketten im Blick. Wenn Sie eine Beteiligungskette haben, bei der es mehrere Kapitalgesellschaften gibt, die immer wieder an einer anderen Kapitalgesellschaft beteiligt sind, dann hätten Sie auf jeder Ebene normalerweise eine Besteuerung mit 15% Körperschaftsteuer, bis am Ende von dem Gewinn gewissermaßen gar nichts mehr übrig ist. Und diese Regelung mit 95% Steuerbefreiung, die soll eben gerade eingreifen bei solchen mehrstufigen Beteiligungsketten, damit man nicht auf jeder Stufe dieser Kette eine volle Besteuerung mit 15% Körperschaftsteuer hat. Ja, wie schon gesagt, gibt es bei der Körperschaftsteuer ebenfalls eine unbeschränkte und eine beschränkte Körperschaftsteuerpflicht. Paragraph 1 KStG regelt die unbeschränkte Steuerpflicht, da haben wir schon gesehen, unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig sind die nachfolgend genannten Rechtssubjekte, die ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland haben, Geschäftsleitung oder Sitz im Inland. Und da sind wir wieder bei den allgemeinen Begriffsbestimmungen der Abgabenordnung. Die Abgabenordnung regelt ja in Paragraphen 10, 11, was ist eine Geschäftsleitung, was ist ein Sitz. Und es reicht aus, wenn eines von beiden im Inland ist, dann haben wir eine unbeschränkte Steuerpflicht, dann gilt also das Welteinkommensprinzip bei unbeschränkter Steuerpflicht. Das gilt genauso wie bei natürlichen Personen, ist die betreffende juristische Person mit sämtlichen weltweit erzielten Einkünften in Deutschland steuerpflichtig, also nicht nur mit den in Deutschland erzielten, sondern mit den weltweit erzielten Einkünften. Das setzt aber unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland voraus. Das setzt voraus, dass das betreffende Rechtsgebilde, die betreffende Körperschaft, ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Inland hat. Was der Sitz ist, was die Geschäftsleitung ist, regeln Paragraphen 10, 11. Abgabenordnung, Geschäftsleitung ist der Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung. Dort also, wo zum Beispiel bei der GmbH der Geschäftsführer sein Büro hat, von der aus er die GmbH leitet. Das wäre der Ort der Geschäftsleitung. Oder alternativ reicht auch aus, der Sitz im Inland, den Sitz hat eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse an dem Ort, der durch Gesetz, Gesellschaftsvertrag, Satzung, Stiftungsgeschäft oder dergleichen bestimmt ist. Das ist der Satzungssitz, der in der Satzung festgelegte Sitz der Gesellschaft. Eines von beiden muss im Inland liegen. Dann haben wir unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht mit sämtlichen weltweit erzielten Einkünften. Neben der unbeschränkten gibt es auch eine beschränkte Körperschaftsteuerpflicht, Paragraph 2 KStG. Beschränkt körperschaftsteuerpflichtig sind Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz im Inland haben, mit ihren inländischen Einkünften. Das heißt, genau das gleiche Prinzip wie bei der Einkommensteuer. Keine Geschäftsleitung, kein Sitz im Inland, aber es werden inländische Einkünfte erzielt. Und was inländische Einkünfte sind, das regelt Paragraph 49 ESTG. Das heißt, insoweit gilt dann wieder das ESTG. Wir müssen also schauen, ob einer der Tatbestände des 49 ESTG verwirklicht ist. Dann haben wir beschränkte Körperschaftsteuerpflicht, Paragraph 2 Nummer 1 KStG. Und dann besteht eine Körperschaftsteuerpflicht nur mit den inländischen Einkünften der betreffenden Körperschaft, nicht dagegen mit den im Ausland erzielten Einkünften. Und wie gesagt, was inländische Einkünfte sind, das regelt Paragraph 49 ESTG. Da finden Sie verschiedene Tatbestände, etwa für Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Paragraph 49 Absatz 1 Nummer 2. Bei Einkünften aus Gewerbebetrieb kann der Inlandsbezug insbesondere hergestellt werden durch eine im Inland belegene Betriebsstätte, Paragraph 49
Absatz 1, Nummer 1, Nummer 2, Verzeihung, Nummer 2, Buchstabe A, ESTG. Inländische Einkünfte sind auch Einkünfte aus Gewerbebetrieb, für den im Inland eine Betriebsstätte unterhalten wird oder ein ständiger Vertreter bestellt wird. Eine Betriebsstätte im Inland führt auch bei Körperschaften dazu, dass wir inländische Einkünfte haben, und mit diesen inländischen Einkünften wäre eine solche Körperschaft mit Sitz und Geschäftsleitung im Ausland dann beschränkt körperschaftsteuerpflichtig, also nur mit diesen inländischen Einkünften. Alle anderen Einkünfte unterliegen dagegen bei beschränkt steuerpflichtigen Körperschaftsteuersubjekten der ausländischen Besteuerung. Ja, das also parallel zur Unterscheidung zwischen beschränkter und unbeschränkter Einkommensteuerpflicht. Und die Körperschaftsteuer ist ganz genauso wie die Einkommensteuer eine Jahressteuer. Das sagt Paragraph 7 KSTG. Die Körperschaftsteuer wird ebenso wie die Einkommensteuer für das Jahr ermittelt, ist also eine Jahressteuer. Paragraph 7 Absatz 3. Die Grundlagen für ihre Festsetzung sind jeweils für ein Kalenderjahr zu ermitteln. Also auch hier der Ermittlungszeitraum, der Veranlagungszeitraum, das Kalenderjahr. Bei buchführungspflichtigen Körperschaftsteuersubjekten sagt Paragraph 7 Absatz 4, also bei Steuerpflichtigen, die verpflichtet sind, Bücher nach den Vorschriften des HGB zu führen, ist der Gewinn nach dem Wirtschaftsjahr zu ermitteln. Und weicht bei diesen Steuerpflichtigen das Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr ab, so gilt der Gewinn aus Gewerbebetrieb als in dem Kalenderjahr bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr endet. Da haben Sie eine Parallelregelung zu § 4a ESTG, auch für die Körperschaft. Das heißt also, der Gewinn wird bei der Körperschaft dann, wenn sie buchführungspflichtig ist, für das Wirtschaftsjahr, das vom Kalenderjahr abweichen kann, ermittelt, aber um beides wieder in Einklang zu bringen, den Veranlagungszeitraum, der das Kalenderjahr ist, und eben das Wirtschaftsjahr, sagt § 7 Absatz 4, der Gewinn ist dann eben demjenigen Veranlagungszeitraum, demjenigen Kalenderjahr zuzuordnen, in dem das Wirtschaftsjahr endet. Ja, der Steuersatz für Körperschaftsteuersubjekte ist nur 15%. Das ist deutlich weniger als die bis zu 45%, die Sie bei Einkommensteuersubjekten haben. Paragraph 15 Absatz 1. Bei der Ermittlung des Einkommens bei, Moment, bin ich jetzt, nein, Quatsch, 23 KSTG. Ja, die Körperschaftsteuer beträgt 15% des zu versteuernden Einkommens. 15% nur, also das ist deutlich weniger als bei den Personenunternehmen bis zu 45%. Aber das Ganze, diese Ungleichbehandlung wird gemildert, zum einen dadurch, dass Sie bei den Körperschaften eine nochmalige steuerliche Belastung auf der Ebene der Anteilseigner haben, ja, nach den Regeln über die Dividendenbesteuerung. Und darüber hinaus haben wir bei den Körperschaftsteuersubjekten in Bezug auf die Gewerbesteuer keine Anrechnungsmöglichkeit. Ja, diese Anrechnungsmöglichkeit nach 35 ESTG, die besteht nur bei Einkommensteuersubjekten, nicht bei Körperschaftsteuersubjekten. Das heißt also, bei den Körperschaftsteuersubjekten, die Einkünfte aus Gewerbebetrieb haben, die also gewerblich tätig sind, kommt zu den 15% Körperschaftsteuer noch unbeschmälert der Betrag der Gewerbesteuer hinzu, wohingegen Sie bei Personenunternehmen die Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anrechnen können nach § 35. Ja, hier nochmal die Steuerspirale mit dem Anteil der Körperschaftsteuer am Gesamtsteueraufkommen. Sie sehen, dass der Anteil nicht gerade niedrig ist. Also die Körperschaftsteuer ist eine der vom Aufkommen her eine der wichtigsten Steuerarten. Ja, der Betrag erscheint auf den ersten Blick etwas niedrig, aber hier muss man natürlich berücksichtigen, dass es deutlich mehr natürliche Personen in Deutschland als juristische Personen gibt. GmbHs gibt es zwar über 1 Million, aber Aktiengesellschaften zum Beispiel nur so ungefähr 12.000. Sie haben also deutlich weniger Körperschaftsteuersubjekte, deutlich weniger juristische Personen als natürliche Personen. Und daraus folgt dann eben auch automatisch, dass das Gesamtaufkommen aus der Körperschaftsteuer nicht so hoch ist, wie das zum Beispiel aus der Einkommensteuer. Wenn Sie Lohn- und Einkommensteuer zusammenrechnen, kommen Sie natürlich auf deutlich höhere Beträge. Aber auch das Aufkommen aus der Körperschaftsteuer ist durchaus beachtlich.
Ja, wir wollen uns zunächst einmal anschauen, die Besteuerung bei den Körperschaften, bei den Körperschaftssteuersubjekten auf der Ebene der Gesellschaft. Und im zweiten Schritt dann, das kommt aber erst im nächsten Teil der Vorlesung, die Besteuerung auf der Ebene der Gesellschafter, der Anteilseigner. Da haben wir ja schon gesehen, grob im Überblick, da gibt es Sonderregeln über die Dividendenbesteuerung. Ja, auf der Ebene der Gesellschaft 15% Körperschaftssteuer und zwar als Bemessungsgrundlage auf das Einkommen, § 7 Absatz 1, das zu versteuernde Einkommen. Und das wird nach § 8 Absatz 1 Satz 1 grundsätzlich nach den Vorschriften des ESTG ermittelt, es sei denn, das Körperschaftssteuerrecht enthält Sondervorschriften. Grundsätzlich unterliegt das gesamte Einkommen der Körperschaft der Körperschaftssteuer, aber es gibt Freibeträge in § 24, 25 KSTG. Mit diesen Freibetragsregelungen will der Gesetzgeber eine Körperschaftsbesteuerung dort, wo es sich nicht wirklich lohnt, nämlich im Bagatellbereich 5.000 Euro Jahreseinkommen vermeiden. Diese Vorschriften haben aber nur einen beschränkten Anwendungsbereich, zunächst einmal 24 KSTG. Vom Einkommen der steuerpflichtigen Körperschaften und so weiter ist ein Freibetrag von 5.000 Euro, höchstens jedoch in Höhe des Einkommens abzuziehen. Also man kann dadurch keine negativen Einkünfte bekommen über diese Freibetragsregelung. Diese Regelung gilt aber nicht für Körperschaften und Personenvereinigungen, deren Leistungen bei den Empfängern zu den Einnahmen im Sinne des 20.1 Nummer 1, also Dividendenbezüge, gehören. Das trifft insbesondere zu auf Kapitalgesellschaften. Also auf Kapitalgesellschaften ist der 24 nicht anwendbar. Es bleibt der 24 letztlich nur für Betriebe gewerblicher Art, für nicht rechtsfähige Vereine, Anstalten und Stiftungen. Das heißt also ein recht schmaler Anwendungsbereich des 24 KStG. Insbesondere für Kapitalgesellschaften gilt der 24 KStG nicht. Also bei Kapitalgesellschaften kein Freibetrag nach 24 KStG. § 25 KStG dann einen besonderen Freibetrag für Genossenschaften und landforstwirtschaftliche Vereine. Vom Einkommen der steuerpflichtigen Genossenschaft sowie der steuerpflichtigen Vereine, deren Tätigkeit sich auf den Betrieb der Land- und Forstwirtschaft beschränkt, ist ein Freibetrag in Höhe von 15.000 Euro, höchstens ja in Höhe des Einkommens im Veranlagungszeitraum der Gründung und in den folgenden neuen Veranlagungszeiträumen abzuziehen. Freibetrag also für Genossenschaften zum einen und Vereine, die einen landforstwirtschaftlichen Betrieb unterhalten, auf der anderen Seite, ja, das also ein, in gewisser Weise ein Steuerprivileg für Rechtsformen, von denen der Gesetzgeber davon ausgeht, dass sie in gewisser Weise einen Gemeinnutzen haben bei der Landforstwirtschaft, ja, Sicherstellung der Ernährung der Bevölkerung bei den eingetragenen Genossenschaften. Da haben wir ebenfalls ja oftmals den Zweck, das gemeinsame Wirtschaften im Interesse letztendlich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu fördern. Und der Gesetzgeber hat hier diesen Freibetrag von 15.000 Euro gewissermaßen als eine Art steuerliche Förderung vorgesehen. Ja, was über den Freibetrag hinausgeht, und Sie sehen das für die Kapitalgesellschaften mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb, also nicht landwirtschaftlich, sondern wirtschaftlicher, gewerblicher Geschäftsbetrieb, keine Freibeträge gelten, insbesondere also nicht für AG, GmbH, KGaA. Im Übrigen also unterliegt das gesamte Einkommen der Körperschaftssteuer. Das Einkommen wird im Grundsatz, sagt § 8 Absatz 1 Satz 1, nach dem ESTG ermittelt, nach den jeweils einschlägigen Vorschriften des ESTG. Wie schon gesagt, nach § 8 Absatz 2 haben wir bei unbeschränkt Steuerpflichtigen im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, das trifft insbesondere auf Kapitalgesellschaften mit Sitz im Inland zu, da haben wir eine Qualifikation sämtlicher Einkünfte als Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das heißt, da müssen wir uns keine Gedanken über die Art des Unternehmens machen. Ist das gewerblich, nicht gewerblich? Sondern da haben wir Kraftrechtsform Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das heißt, es gelten für die Einkünfteermittlung sämtliche Vorschriften des ESTG über gewerbliche Einkünfte.
Das heißt, es findet im Grundsatz ein Betriebsvermögensvergleich statt, § 4 Absatz 1. Und dieser Betriebsvermögensvergleich muss, weil die Kapitalgesellschaften nach HGB Kraftrechtsform auch Kaufleute und damit auch buchführungspflichtig sind, nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung durchgeführt werden. Das ist eine Konsequenz, also Durchführung eines Betriebsvermögensvergleichs zwecks Gewinnermittlung auf der Grundlage der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Dann eine weitere Konsequenz der Einordnung als Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ebenfalls schon erwähnt, die Regelung des § 2 Absatz 2 Satz 1 Gewerbesteuergesetz. Wir haben Kraft Rechtsform auch einen Gewerbebetrieb und damit Gewerbesteuerpflicht. Und ebenfalls schon gesagt, dass wir bei den Körperschaften keine Anrechnungsmöglichkeit bezüglich der Gewerbesteuer haben. Die Gewerbesteuer wird bei den Körperschaften nicht auf die Einkommen bzw. in diesem Fall Körperschaftsteuer angerechnet. § 25 ESCG gilt nur für Einkommensteuersubjekte, gilt nicht für Körperschaftsteuersubjekte, dementsprechend also keine Anrechnung, sondern die Gewerbesteuer wird voll zur Körperschaftsteuer hinzuaddiert, sodass wir bei einer Gesamtertragssteuerbelastung von ja, so um die 30% am Ende landen bei den Körperschaften. Ja, es gelten die Regeln über die Einkünfteermittlung bei gewerblichen Einkünften. Es findet also ein Betriebsvermögensvergleich statt, § 4 Absatz 1 ESCG, und zwar, wie gesagt, auf der Grundlage der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Das heißt, wir müssen zunächst einmal das Reinvermögen, das Reinbetriebsvermögen ermitteln, die Aktiva abzüglich Schulden. Der verbleibende Betrag ist dann das Eigenkapital, und das ist eben die Größe, die Ausgangspunkt ist für die steuerliche Gewinnermittlung. Und im Anwendungsbereich des Maßgeblichkeitsgrundsatzes bei gewerblichen Unternehmen, bei buchführungspflichtigen Unternehmen, haben wir darüber hinaus die Geltung der handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Ja, § 5 ESTG unterwirft ja nur jene Rechtssubjekte, die Kraft Gesetzes buchführungspflichtig sind oder aber freiwillig Bücher führen, dem Maßgeblichkeitsgrundsatz. Und das führt zu der Frage, in welchen Fällen besteht eine gesetzliche Buchführungspflicht. Das hatte ich auch bereits angedeutet. Bei den Körperschaftssteuersubjekten, bei den Kapitalgesellschaften haben wir eine Kaufmannseigenschaft Kraft Rechtsform, beispielsweise 13 GmbH-Gesetz oder auch § 3 Aktiengesetz. Da haben wir jeweils eine gesetzliche Regelung, dass die betreffende Gesellschaft Kraft Rechtsform Kaufmann ist. Und 238 HGB unterwirft ja im Grundsatz alle Kaufleute der Buchführungspflicht. Das bedeutet, wir haben eine Buchführungspflicht bei den Kapitalgesellschaften Kraft Rechtsform und dementsprechend gilt bei den Kapitalgesellschaften auch der Maßgeblichkeitsgrundsatz. Das heißt, die Steuerbilanz ist aus der Handelsbilanz abzuleiten. Ja, im Übrigen kann, wenn Sie nicht schon eine originäre, eine derivative steuerliche Buchführungspflicht haben nach 140 Abgabenordnung, kann eine, bei Überschreiten bestimmter Größenmerkmale, kann eine originäre steuerrechtliche Buchführungspflicht treten. Letztere, also diese originäre nach 141 Abgabenordnung, war zumindest früher relevant, insbesondere bei im Ausland gegründeten Rechtssubjekten, die dann im Inland tätig waren. Da stellte sich die Frage, müssen die für Zwecke der inländischen Besteuerung nochmal nach inländischem Recht eine Rechnungslegung erstellen und oder kann die nach ausländischem Recht vorgesehene Rechnungslegung auch für inländische Zwecke, für Zwecke der inländischen Besteuerung verwendet werden? Das hat der Letzteres hat der BFH inzwischen bejaht. Der BFH sagt ja, dass auch eine ausländische Buchführungspflicht eine solche im Sinne des 140 HGB ist, mit der Folge, dass wir jetzt nur noch einen sehr schmalen Anwendungsbereich für diese originäre Buchführungspflicht nach 141 Absatz 1 Abgabenordnung haben. Ja, Sie kennen schon aus den Regeln über die Besteuerung von Personenunternehmen die Vorschrift des § 4, wonach Entnahmen hinzuzurechnen und Einlagen in Abzug zu bringen sind von dem
Unterschiedsbetrag. Es wird also zunächst einmal durch den Betriebsvermögensvergleich der Unterschiedsbetrag ermittelt. Ja, Betriebsvermögen am Ende des betreffenden Wirtschaftsjahres abzüglich Betriebsvermögen am Ende des vorausgegangenen Wirtschaftsjahres. Dieser Betrag kann aber noch außerbilanziell zu korrigieren sein, dadurch, dass man Entnahmen hinzurechnet, Einlagen in Abzug bringt. Das heißt also, Vermögensbewegungen zwischen der betrieblichen und der privaten Sphäre dürfen sich nicht auf die Höhe des Gewinns auswirken. Das ist der Gedanke dieser Regelung über Entnahmen und Einlagen, weil es sich hierbei eben nicht um einen Ausdruck der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit handelt, wenn etwa durch eine Einlage das Vermögen, das Betriebsvermögen wächst. Das ist aber dann eben nicht Ausdruck einer stärkeren Leistungsfähigkeit, wie sie in der Betätigung auf einem externen Markt zum Ausdruck kommt, sondern das ist eine rein interne Vermögensverschiebung zwischen dem außerbetrieblichen, dem privaten und dem betrieblichen Bereich. Und umgekehrt gilt das Gleiche auch, oder spiegelbildlich gilt das Gleiche auch für Entnahmen, also eine Überführung aus dem betrieblichen in den nicht betrieblichen, insbesondere dem privaten Bereich. Ja, im privaten Bereich in dem Sinne gibt es jedenfalls bei den unter § 8 Absatz 2 KStG fallenden Körperschaften nicht, so jedenfalls die herrschende Meinung. Die herrschende Meinung sagt ja, es gibt keine Privatsphäre, keinen privaten Bereich bei den unter § 8 Absatz 2 fallenden Körperschaftsteuersubjekten. Dementsprechend gibt es hier nur ein Betriebsvermögen. Das heißt, wir haben in dem Sinne keine private, keine betriebliche Sphäre, wohl aber gibt es die Unterscheidung aufgrund des Trennungsprinzips zwischen dem gesellschaftlichen und dem Gesellschafterbereich. Diese Unterscheidung gibt es schon. Und das ist sozusagen das Äquivalent bei den Körperschaften zu den Entnahmen und Einlagen bei den Personenunternehmen, die Gewinnausschüttung bzw. die Einlage, also Verschiebungen, Vermögensverschiebungen zwischen dem Gesellschaftsbereich und dem Gesellschafterbereich. Und der Gesellschafterbereich ist ja, wenn der Gesellschafter jetzt nicht die Beteiligung in einem Betriebsvermögen hält, privat. Also in dem Sinne haben wir bei den Kapitalgesellschaften auch eine Privatsphäre. Nur es ist eben keine Privatsphäre der Kapitalgesellschaft selbst, sondern ihrer Anteilseigner. Bei den Kapitalgesellschaften muss man also Vermögensbewegungen zwischen der Gesellschaftssphäre und der Gesellschaftersphäre gegebenenfalls steuerlich berücksichtigen. Ja, und zwar ganz ähnlich wie das bei Personenunternehmen stattfindet, indem man Entnahmen bzw. man spricht bei Körperschaften von Gewinnausschüttungen hinzurechnet bzw. Einlagen in Abzug bringt. Entscheidendes Kriterium ist für die Frage, ob wir eine außerbilanzielle Hinzurechnung bzw. einen außerbilanziellen Abzug von Gewinnausschüttungen bzw. Einlagen vornehmen müssen, die Frage, ob die betreffende Vermögensbewegung durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist. Bei Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis hat man, wenn es sich um eine Vermögensminderung zulasten der Gesellschaft handelt, mit einer Gewinnausschüttung zu tun, die außerbilanziell hinzuzurechnen ist. Und wenn es eine Vermögensmehrung zugunsten der Gesellschaft gibt, aber die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist, dann haben wir es mit einer Einlage, einer offenen oder verdeckten Einlage zu tun, die, weil sie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht erhöht, in Abzug zu bringen ist von dem Unterschiedsbetrag. Ja, wir haben also auf der einen Seite Gewinnausschüttungen. Das ist sozusagen der Parallelbegriff zu den Entnahmen bei Personenunternehmen. Gewinnausschüttungen, Vermögensbewegungen von der Gesellschaftssphäre in die Gesellschaftersphäre. Das können offene Gewinnausschüttungen sein. Von offenen Gewinnausschüttungen spricht man dann, wenn es durch das zuständige Organ der Gesellschaft, das wird die Gesellschafterversammlung bei der GmbH sein, bei der Aktiengesellschaft die Hauptversammlung, wenn es also einen entsprechenden Gewinnverwendungsbeschluss gegeben hat und diese Ausschüttung aus dem Gesellschaftsvermögen in das Gesellschaftervermögen in Ausführung dieses Gewinnverwendungsbeschlusses erfolgt, dann haben wir es mit einer offenen Gewinnausschüttung zu tun. Und das ist Gewinnverwendung. Diese Minderung, die dann auf der Ebene der Gesellschaft eintritt, ist nicht Ausdruck einer geringeren wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, sondern durch den Gewinn, der erzielt worden ist, ist ja diese Leistungsfähigkeit zum Ausdruck gekommen. Und dadurch, dass man einen Teil oder den gesamten Gewinn ausschüttet an die Gesellschafter,
mindert sich ja diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht. Das heißt, offene Gewinnausschüttungen dürfen den Gewinn, dürfen das zu versteuernde Einkommen der Körperschaft nicht mindern. Das regelt § 8 Absatz 3 KStG. Für die Ermittlung des Einkommens ist es ohne Bedeutung, ob das Einkommen verteilt wird. Ja, die Ausschüttung des gesamten oder von Teilen des Gewinns wirkt sich nicht auf die in der Erzielung dieses Gewinns zum Ausdruck gekommene wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft aus. Es ist Gewinnverwendung und das darf sich dementsprechend nicht auf die Höhe des steuerlichen Einkommens auswirken. Offene Gewinnausschüttungen sind dementsprechend gegebenenfalls außerbilanziell hinzuzurechnen. Offene Gewinnausschüttungen sind solche, die formell durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind, wo wir also einen entsprechenden Gewinnverwendungsbeschluss haben und dieser dann durch das zuständige Organ der Gesellschaft ausgeführt wird. Solche offenen Gewinnausschüttungen mindern das zu versteuernde Einkommen nicht, werden also außerbilanziell hinzugerechnet. Im Steuerrecht haben wir aber den Grundsatz der wirtschaftlichen Betrachtung und das gilt auch in Bezug auf Gewinnausschüttungen. Dementsprechend kann es nicht darauf ankommen, ob wir eine formell durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Zuwendung an den Gesellschafter haben, sondern es müssen gleich behandelt werden, solche Zuwendungen an den Gesellschafter, die zumindest materiell durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sind, die sogenannten verdeckten Gewinnausschüttungen. Ja, diese verdeckten Gewinnausschüttungen, diese Rechtsfigur der verdeckten Gewinnausschüttung ist letztendlich auch eine Ausprägung des Grundsatzes der wirtschaftlichen Betrachtung bei den Körperschaften. Zu den verdeckten Gewinnausschüttungen, da haben wir die Regelung des § 8 Absatz 3 Satz 2. Für die Ermittlung des Einkommens ist es ohne Bedeutung, ob das Einkommen verteilt wird. Und Satz 2, auch verdeckte Gewinnausschüttungen mindern das Einkommen nicht. Ausdruck der wirtschaftlichen Betrachtungsweise, es spielt keine Rolle, ob wir eine formelle oder eine materielle Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis haben. Bei den offenen Gewinnausschüttungen, da ist das leichter feststellbar, weil wir eben dieses formelle Kriterium des Gewinnverwendungsbeschlusses haben. Bei den verdeckten Gewinnausschüttungen, da muss man sich dagegen den gesamten Vorgang ja materiell nach seiner wirtschaftlichen Bedeutung anschauen. Oftmals sind solche verdeckten Gewinnausschüttungen eingekleidet in einen Austauschvertrag. Zum Beispiel die Gesellschaft kauft von ihrem Gesellschafter eine Maschine zum Preis von 10.000 Euro. Das ist zunächst einmal ein Vorgang, der steuerlich anerkannt wird. Wir haben es mit zwei unterschiedlichen Rechtssubjekten zu tun. Dieser Vertrag ist auch tatsächlich gewollt. Der Vertrag wird ausgeführt, die Maschine wird übereignet, das Geld wird an den Gesellschafter gezahlt. Auf den ersten Blick also etwas, was steuerlich anerkannt wird, was steuerlich nicht auffällig ist. Wenn man dann aber einen Fremdvergleich vornimmt, das heißt, sich die Frage stellt, würde die Gesellschaft mit einem gesellschaftsfremden Dritten, der kein Gesellschafter ist, zu gleichen Konditionen ein solches Rechtsgeschäft vornehmen und dann aber zum Ergebnis kommen, nein, sie würde allenfalls für eine solche Maschine 5.000 zahlen, dann hätte die Gesellschaft bei einem Fremdvergleich 5.000 Euro zu viel gezahlt und in Höhe dieses überschießenden Betrages von 5.000, der über den Betrag, den man an einen gesellschaftsfremden Dritten zahlen würde, hinausgeht, in Höhe dieses überschießenden Betrages hätten wir dann eine verdeckte Gewinnausschüttung. Ja, dieser überschießende Teil des Kaufpreises ist durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst, weil man eben an einen gesellschaftsfremden Dritten keine 10.000, sondern nur 5.000 zahlen würde. 5.000 Euro durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst. Und das ist dann eine sogenannte verdeckte Gewinnausschüttung. Und das ist auch eine verdeckte Form der Gewinnverwendung. Und die darf das Einkommen genauso wenig mindern wie eine offene Gewinnausschüttung. Das heißt, eine solche verdeckte Gewinnausschüttung wäre außerbilanziell hinzuzurechnen, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft adäquat korrekt zu erfassen. Auf die verdeckten Gewinnausschüttungen kommen wir an späterer Stelle nochmal im Detail zurück. Das also nur hier als kurzer Überblick über den Begriff der verdeckten Gewinnausschüttungen. Im Mittelpunkt steht hier der sogenannte Fremdvergleich. Ja, man muss also immer bei Geschäften der Gesellschaft mit einem Gesellschafter überprüfen, würde die Gesellschaft das Geschäft zu gleichen Konditionen mit einem gesellschaftsfremden Dritten vornehmen. Wenn nicht, dann haben wir es mit einer verdeckten Gewinnausschüttung zu tun, wenn wir es mit einer Vermögensminderung auf Seiten der Gesellschaft zu tun haben. Ja, anderenfalls, wenn es eine Vermögensmehrung ist, dann wäre es eine verdeckte Einlage. Ja, bei den Einlagen, das ist sozusagen der spiegelbildliche Vorgang. Wir haben eine
Überführung aus dem Gesellschaftsvermögen in das, aus dem Gesellschaftervermögen, aus der Gesellschaftersphäre in das Gesellschaftsvermögen, das bei erst einmal bilanzieller Betrachtung erhöht zunächst einmal den Unterschiedsbetrag, weil wir jetzt mehr Aktiva haben und dementsprechend wird der Unterschiedsbetrag zunächst einmal erhöht. Das aber ist nicht Ausdruck einer gesteigerten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, denn diese Vermögensmehrung hat ja die Gesellschaft nicht durch die Betätigung auf einem externen Markt erreicht, sondern da allein dadurch, dass ein Gesellschafter wieder auf der Grundlage des Gesellschaftsverhältnisses diese Vermögensübertragung in das Gesellschaftsvermögen vorgenommen hat. Und wenn das Ganze auf statutarischer Grundlage geschieht, das heißt also, die Satzung legt fest, ein Gesellschafter muss eine bestimmte Einlage an die Gesellschaft zahlen, um damit gewissermaßen auch in die Haftungsbefreiung zu kommen, dann haben wir eine offene Einlage. Ja, die offenen Einlagen sind insbesondere die Einlagen zum Beispiel der Gesellschafter der GmbH zur Aufbringung des Stammkapitals oder die Einlagen der Aktionäre zur Aufbringung des Grundkapitals der Aktiengesellschaft. Das sind offene Einlagen. Ja, das sind die Beträge, aus denen sich das Stamm- bzw. Grundkapital zusammensetzt und wie wird das dann in der Bilanz ausgewiesen? Welcher Posten der Bilanz wäre das? Ja, das Eigenkapital, ja, oder noch genauer? Welcher Unterposten des Eigenkapitals? Das wäre das gezeichnete Kapital. Ja, das wäre also sozusagen das Kerneigenkapital. Auch bei den Einlagen kann es aber wiederum keinen Unterschied machen, ob diese Vermögensmehrung, die auf Seiten der Gesellschaft eingetreten ist, formell auf der Grundlage des Gesellschaftsverhältnisses ergangen ist. Wie gesagt, auf der Grundlage einer entsprechenden Satzungsbestimmung, die eine entsprechende Einlage des Gesellschafters festlegt, oder ob das materiell durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist. Beides wird auch bei verdeckten Einlagen gleich behandelt. Das regelt § 8 Absatz 3 Satz 3 ESTG. Verdeckte Einlagen erhöhen das Einkommen nicht, heißt es hier, werden also gleich behandelt mit offenen Einlagen. Auch hier wieder wirtschaftliche Betrachtung und auch hier wieder entscheidend der sogenannte Fremdvergleich. Auch bei verdeckten Einlagen muss man sich anschauen, hat diese Vermögensmehrung zugunsten der Gesellschaft, wäre die auch von einem gesellschaftsfremden Dritten so vorgenommen worden. Auch hier geht es insbesondere um Austauschverträge, die aber zu Konditionen abgeschlossen werden, die man mit einem gesellschaftsfremden Dritten nicht abgeschlossen hätte. Zum Beispiel der Gesellschafter verkauft an die Gesellschaft eine Maschine, deren Wert 10.000 beträgt, für nur 5.000. Auf den ersten Blick haben wir dann eine Vermögensmehrung zugunsten der Gesellschaft. Die Maschine ist ja eben mehr wert, als die Gesellschaft bezahlt hat. Im ersten Blick also steuerlich unbedenklich. Aber wenn Sie eben beim Fremdvergleich zum Ergebnis kommen, an einen gesellschaftsfremden Dritten wäre kein so niedriger Kaufpreis, sondern ein höherer Kaufpreis von 10.000 entsprechend dem Marktwert der Maschine gezahlt worden, dann hätten Sie eben in Höhe von 5.000 eine zu hohe Zuwendung seitens des Gesellschafters. Der Gesellschafter hat 5.000 mehr an die Gesellschaft zugewendet als zu gleichen Konditionen, also für einen Preis von 5.000, das ein gesellschaftsfremder Dritter gemacht hätte. Sie haben dann in Höhe dieses überschießenden Betrages von 5.000 eine verdeckte Einlage und diese verdeckte Einlage erhöht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft nicht, weil diese Vermögensmehrung nicht basiert auf einer Betätigung auf einem externen Markt, sondern basiert eben auf der durch das Gesellschaftsverhältnis veranlassten Zuwendung seitens des Gesellschafters. Deswegen muss diese verdeckte Einlage in Abzug gebracht werden, außer bilanziell in Abzug gebracht werden vom Unterschiedsbetrag. Offene und verdeckte Einlagen werden erfasst im sogenannten steuerlichen Einlagekonto, § 27 KSCG. Das heißt, für rein steuerliche Zwecke wird dieses sogenannte steuerliche Einlagenkonto geführt. § 27, die unbeschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaft hat die nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen, das sind also die Einlagen, die dann ins gezeichnete Kapital fließen, am Schluss jedes Wirtschaftsjahres auf einem besonderen Konto, dem steuerlichen Einlagekonto, auszuweisen. Und in diesem steuerlichen Einlagekonto werden auch verdeckte Einlagen erfasst. Das wird also für steuerliche Zwecke dort erfasst. Und was ist der Hintergrund dieses steuerlichen Einlagekontos? Wenn an den Gesellschafter später einmal
eine Leistung erfolgt, die eigentlich eine Gewinnausschüttung an den Gesellschafter wäre, wird sie aber nicht als solche besteuert, wenn diese Leistung aus dem steuerlichen Einlagekonto kommt. Ja, dann ist es nämlich eine bloße Einlagenrückgewähr. Diese Einlagerückgewähr ist genauso wie die Einlagezuführung steuerlich neutral. Das ist also der zentrale Zweck dieses steuerlichen Einlagekontos. Wenn Sie in den Paragraphen 20 ESTG schauen, 20 Absatz 1 Nummer 1, da sind ja die Dividendenbezüge geregelt. Paragraph 20 Absatz 1 Nummer 1, zu den Einkünften des Kapitalvermögens gehören Gewinnanteile, Dividenden, unter anderem aus Aktien- oder GmbH-Anteilen. Und dann heißt es in Satz 3, die Bezüge gehören nicht zu den Einnahmen, soweit sie aus Ausschüttungen einer Körperschaft stammen, für die Beträge aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des 27. Körperschaftssteuergesetzes als verwendet gelten. Anders formuliert, soweit wir eine sozusagen ein Guthaben auf dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne des 27 haben, können Ausschüttungen an den Gesellschafter geleistet werden, ohne dass dieser sie als Einkünfte aus Kapitalvermögen versteuern muss, weil das dann eben eine bloße Einlagerückgewähr ist, zwar möglicherweise nicht zivilrechtlich, wohl aber steuerlich. Das ist also der Hintergrund dieses sogenannten steuerlichen Einlagekontos. Ja, also die Einzelheiten zu verdeckten Gewinnausschüttungen und verdeckten Einlagen werden wir an späterer Stelle noch besprechen. Das aber zur Verdeutlichung dieser Trennung zwischen der Gesellschaftersphäre und der Gesellschaftssphäre. Daraus resultieren diese Regelungen über die verdeckten Gewinnausschüttungen und verdeckten Einlagen. Ja, wie werden verdeckte Gewinnausschüttungen und verdeckte Einlagen auf der Ebene des Gesellschafters behandelt? Da haben wir zwar Trennungsprinzip, aber es gilt der Grundsatz der materiellen Korrespondenz. Das heißt, das, was auf der Ebene der Gesellschaft als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt wird, das wird auf der Ebene des Gesellschafters eben auch als Dividendenbezug besteuert. Das ergibt sich aus § 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2. Zu den sonstigen Bezügen gehören auch verdeckte Gewinnausschüttungen. Das heißt, auch verdeckte Gewinnausschüttungen werden wie Dividenden behandelt, wie Dividenden besteuert. Es gelten also die privilegierenden Regeln über die Dividendenbesteuerung, je nachdem Teileinkünfteverfahren, Abgeltungssteuer oder eben § 8b ESTG. Und für verdeckte Einlagen sind bei dem Gesellschafter keine Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten, sind anders formuliert steuerlich neutral, auch auf der Ebene des Gesellschafters, ja auf der Ebene der Gesellschaft auch. Da werden ja verdeckte Einlagen in Abzug gebracht, werden also nicht mitbesteuert, in dem Sinne steuerlich neutral. Das Gleiche gilt auf der Ebene des Gesellschafters. Der hat zwar an sich in Höhe des Betrages der verdeckten Einlage Aufwendungen, diese werden aber dadurch kompensiert, dass es sich um nachträgliche Anschaffungskosten für den Anteil handelt. Durch diese verdeckte Einlage wird sein Anteil gewissermaßen mehr wert. Dadurch wird diese Aufwendung, die er in Gestalt der verdeckten Einlagen hat, gewissermaßen neutralisiert, sodass wir einen auch auf der Ebene des Gesellschafters neutralen Vorgang haben. Und das Gleiche dann auch bei der Einlagenrückgewähr. Das ist ein neutraler Vorgang. Und Sie sehen ja, mit diesem steuerlichen Einlagekonto, § 27, wird genau das auch für verdeckte Einlagen sichergestellt, dass die Einlagerückgewähr ein steuerlich neutraler Vorgang ist. Ja, abschließend noch ganz kurz der Hinweis auf 32a KStG, die sogenannte formelle Korrespondenz. Diese materielle Korrespondenz wird im Verfahrensrecht auch dadurch nachgezeichnet, dass gegebenenfalls Bescheide auf Gesellschaftsebene an die abweichende Beurteilung auf Gesellschafterebene angepasst werden können und umgekehrt bei verdeckten Einlagen, verdeckten Gewinnausschüttungen. Das schauen wir uns aber in der nächsten Stunde genauer an. Ein Hinweis noch zur nächsten Stunde. In der nächsten Stunde habe ich vorher eine Gremiensitzung, die wahrscheinlich etwas länger als 14 Uhr dauert. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Woche erst um 14.30 Uhr. Ja, ich schreibe Ihnen das noch in OLAT. Nächste Woche erst um 14.30 Uhr. Dann sehen wir uns also in der nächsten Woche wieder. Ihnen alles Gute.